Hey, ich bin Tobias und ihr hört gerade meinen Beitrag für den SAEK Radio Campus 2019. Wir haben das Radiozentrum in Leipzig besucht. Da habe ich Yvonne Kristaller kennengelernt und interviewt. Sie ist die Audio Sales Managerin in dem Radiozentrum. Hören wir doch mal, wie ihr Alltag ausschaut. Mein Arbeitsalltag als Audio Sales Managerin in der Vermarktungsabteilung sieht so aus, dass ich mich ganz gezielt um meine Kunden kümmere. Wir haben ja Kunden, die Werbung machen hier im Radio, und damit wird ja das Radio hier, das Privatradio, finanziert. Was sollte man da gut können? Sie sollten sehr kommunikativ, solltest du sein, auf jeden Fall. Also du solltest mit Menschen gerne zusammenarbeiten, du solltest sehr sprechen können, du solltest Themen verargumentieren können. Du solltest ein offener Mensch eher sein, also kontaktfreudig. Wenn man eher introvertiert ist, sollte man das nicht, weil man hat sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und muss die natürlich auch überzeugen von den Produkten und die mit ihnen gemeinsam Themen erarbeiten. Was mögen Sie so an Ihrem Beruf? Genau das mag ich an meinem Beruf. Also ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren. Ich mag es, wenn wir zum Beispiel über Radiowerbung Mitarbeiter für Unternehmen finden. Na, dann sind die Unternehmen natürlich glücklich. Ich mag es, in die Unternehmen reinzuschauen, weil dadurch, dass du natürlich mit den Kunden zusammenarbeitest, kannst du natürlich auch in die Firmen reinschauen, wie es da funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Du bist viel in Kommunikation. Das mag ich besonders gerne. Was mögen Sie in Ihrem Beruf nicht so? Das Sommerloch mag ich gar nicht. Wie viel kostet eine Radiowerbung ungefähr? Oh, das kann man jetzt gar nicht so einfach sagen, weil es gibt viele verschiedene Konzepte. Na, also du kannst ja klassische Radiowerbung machen, wenn ihr jetzt den Radioblock hört, wo dann hintereinander kommt, heute gibt es 50% auf die Plex-Sale-Aktion, wenn ihr zu uns kommt in das Center, oder es gibt Wettersponsoring. Also wir können euch eine Kampagne machen von 350 Euro bis 100.000 Euro. Also es ist alles möglich. Das war Yvonne Kristaller. Vielen Dank fürs Zuhören.